Was sind die Nachrichten mit dem King? Heute. Die VW-Aktie stürzt ab. VW hat es nur mit mehreren Gegnern zu tun. Nicht nur, dass die Prozente runtergehen. Nein, auch Dieter Bohlen hat es auf sie abgesehen. VW wird nun wegen Vergewaltigung zu einer Geldstrafe von 18 Millionen Dollar verurteilt. Nitrox im Urlaub. Wegen einer unerwarteten Klassenfahrt gibt es unter der Woche nur noch Videos mit dem King. Nitrox ist im Norden auf der Suche nach Inspiration für neue Videos. Tsipras wird Präsident. Laut einer Studie der griechischen Partei wird nun Tsipras Präsident. Er war schon wegen dem Stehlen von Kartoffeln in U-Haft. Trotzdem denkt Merkel, dass aus ihm was werden kann. In Russland ist eine Waffe umgefallen. Sehen wir doch mal rein. Beschleunigung durch Asylverfahren. Der neue Präsident möchte für die Asylbewerber da sein. In dem Asylverfahren geht es darum, die Asylbewerber nach Auschwitz zu fahren. Zu 100% zu Slow sagt er: Voll geil. Der King hat eine Erkältung. Der King hat sich mit Viren infiziert. Aber keine Angst, Leute. Es ist nicht die Pest ausgebrochen, sondern ein King muss auch mal zu Hause bleiben. Forderung durch Grenzöffnung. Flüchtlinge fordern eine neue Öffnung für Cookie Crisp. Nach einigen Angaben fanden Flüchtlinge, dass es zu stark an ihre Heimat erinnert. Cookie Crisp äußerte sich hierzu noch nicht. Kogoro Mori ist wieder auf ars.fm aktiv. Seit einigen Tagen ist der Freizeitdetektiv auch mal wieder auf ars aktiv. Stellt ihm doch einfach mal ein paar seriöse Fragen. Emmy-Verleihung in Los Angeles. Zum ersten Mal wurde eine schwarze Schauspielerin ausgezeichnet. Sie hatte die Junioren bestochen, indem sie einfach vor ihren Augen unsichtbar wurde. Ihre Kinder sagen, sie liebt Karotten. Flüchtlinge sind am Limit. Nach einer Berliner Zeitung wurde erwähnt, dass die Flüchtlinge Läuse haben. Und nun zum Wetter. Im Norden 13 Grad, bis in den Süden 18 Grad. Das waren die Nachrichten mit dem King.